Hallo und herzlich willkommen bei den Maltisch am Mittwoch Tutorials. In dieser Videoserie veröffentliche ich alle im Maltisch am Mittwoch gezeigten How to Paints als separates Video, was mir die Organisation und Verwaltung, als auch euch, die Suche nach dem Content erleichtern sollte. Die im Video gezeigten How-Tos sind auf jeden Fall ganz nah an der Praxis orientiert, denn es ist genau die Art, wie ich an die Modelle herangehen würde und von Quick and Easy über Layern, über wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit, genau die Schritte, die ich anwenden würde für meine Miniaturen, die bei mir im Spiel auftauchen. Und deshalb, wenn ihr Lust habt, eins dieser How-to-Paints mal nachzumalen und eure Figuren in sozialen Medien teilen wollt, dann tut dies doch bitte mit den Hashtags Dizzyfinger, Maltisch am Mittwoch oder Mamtu, M-A-M-T-U, für Maltisch am Mittwoch Tutorials. Und wie ihr es gewohnt seid, beginnt das How-to-Paint nach dem Intro. Herzlich willkommen zum heutigen How-to-Paint. Wir beschäftigen uns heute mit dieser Dryade. Eine Dryade der Waldelfen, der Wood Elves oder ganz neumodisch für Age of Sigmar der Silverneth. Im Laufe der nächsten Wochen werde ich noch zwei weitere How-to-Paints erstellen und wenn ihr dieses hier separat als Mamtu seht, dann wird es die eventuell auch schon verfügbar geben. Ich werde einmal eine Frühlings-Sommer-Version malen, dann hier heute eine Herbst-Version und einmal eine Winter-Version, um quasi die Jahreszeiten abzudecken. Für die heutige Herbst-Version habe ich das Modell schon grundiert mit Schwarz, dann mit Mornfang Brown genebelt. Das erklärt unten den Baserand. Da mir das nicht so gut gefallen hat als Grundton, habe ich dies ganz grob nochmal mit Dryad Bark einfach nochmal übermalt auf der Dryade selbst und diesem kleinen Geäst auf der Base. Und die Base habe ich, um Trocknungszeiten zu verkürzen, jetzt schon mal mit Stirland Matt bemalt, also dieser Texturfarbe. Und die Farben, die ich für dieses Modell benötige oder benötigt habe, sind, wie erwähnt, Texture Stirland Matt. Dann Steel Legion Drab und Ruckarth Flash für die Base. Für den Rindenkörper der Dryade nutze ich Mornfang Brown, Scrug Brown und mein Agrax Earth Shade Soft Tone. Nochmal zum Rekapitulieren. Soft Tone ist bei mir die Grundfarbe bzw. der Grundshade 1:1 gemischt mit Lamia Medium, einem verdünnert Medium, also habe ich hier Agrax Earthshade zu gleichen Teilen gemischt mit Lamia Medium. Dann für einige Blätter Rhinoxide Doombull Brown Tusk Gore Fur. Für wiederum andere Blätter Avalon Sunset Bestigor Flash und Ungor Flash. Und dann für die Effekte der Augen, des offenen Mundes und noch einiger Runen, die vielleicht auf dem Körper sind. Corn Red, Mephiston Red, Wild Rider Red, Trollslayer Orange und Fire Dragon Bright. Zum Schluss brauche ich dann noch einmal für den Baserand Dryad Bark und ganz zum Schluss, wenn ich das Modell auch noch einmal mit Mattlack bearbeitet habe. Dafür könnt ihr Purity Seal nehmen vom Games Workshop oder auch das Matt Finish, Anti-Shine Finish von Army Painter. Danach nutze ich noch einmal den Art Code, um die Augen, die Mundöffnung, also diese Leuchteffekte nochmal zu bemalen und nochmal so ein bisschen hervorzuheben. So, ihr seht anhand der Farben, der Fokus geht bei der Herbstversion auf ein rotbraun, rötlich-gelbliches Thema und ich werde hier den ganzen Körper in seinem rotbraun bürsten. Hier unten das, was so aussieht wie so ein Lendenschurz, der wird farblich gestaltet und hier oben am Kopf befinden sich noch ein paar Blätter. Die werde ich dann auch noch farblich gestalten, dass sie wie im Herbst verfärbte
Blätter aussehen. Die Augen und die Runen werden dann eher so ein Rot-Orange erhalten. Um den Ton nah an der zweiten quasi Schmuckfarbe zu halten, aber nicht identisch zu halten. Bei der Sommervariante, um das kurz zu erklären, werde ich dann einmal Grün nutzen für Blätter, also so ein schönes, frisches Grün und dann so ein eher knalligeres Grün-Grün für die Leuchteffekte. Und bei der Winteredition ist es so ein Türkisblau für die Schmuckfarbe und ein richtiges Eisblau für die leuchtenden Effekte. So, kommen wir nun zum Auftragen der Farben. Ich nehme mir als allererstes mal die Base vor, da ich da nämlich vielleicht hinterher nicht mehr rangehe. Apropos Base, ich habe eine Farbe vergessen. Für die Base werde ich auch noch einmal Agrax Earth Shade benutzen, da diese nämlich stärker schattiert sein soll als die Dryade selbst. So, ich nehme mir den Bürstpinsel, nehme mir Steel Legion Drap auf ein Stück Küchenrolle und bürste einmal hier über. Achte jetzt schon darauf, dass ich nicht ganz so dolle auf die Dryade komme und auf diesen Ast hier hinten, denn das Dunkelbraun ist ja quasi schon die Grundfarbe, über die ich gleich einfach überbürsten werde. Deshalb ein bisschen aufpassen hilft auch bei Modellen. So, dann nehme ich mir Steel Legion Drap zur Hand. Nein, Quatsch, Ruckarth Flash Steel Legion Drap hatte ich gerade. Ich habe gerade auf den Pott geguckt, wo ich ihn weggestellt habe und in dem Moment geredet. Das sollte ich nicht machen. So, Ruckarth Flash. Ebenfalls ein bisschen in die Spitzen des Pinsels einarbeiten. Und auch hier wieder vorsichtig übers Modell ziehen. Naja, also über die Base. Aber die Base gehört ja auch irgendwie mit zum Modell. Ihr wisst, was ich meine. So. Zip, zip, zip. Da auf der Base ja auch noch ein wenig Grasstreu und Büsche platziert werden, ist das so vom Bürsten her okay. Das heißt, das kann schon mal weg. Der Pinsel kommt ins Wasser und ich nehme mir den nächsten Bürstpinsel. Ich habe zwei Stück. Macht Sinn, weil wenn man den einen jetzt auswäscht, hat man direkt den nächsten zum Weiterbürsten. Der sieht zwar schon ein bisschen zerstört aus, aber hilft uns hierbei auf jeden Fall. So, Mournfang Brown nehme ich mir jetzt für den Körper der Dryade. Trage das auch wieder hier auf die Küchenrolle auf. Arbeite das ein bisschen in die Spitzen ein des Pinsels und dann bürste ich gegen die Struktur. Ich beginne hier am Arm, um so die Highlights hervorzuheben und auch einen sehr natürlichen Touch zu bekommen. Man kann natürlich auch alles hier an Highlights malen. Ich persönlich finde aber gerade für so eine natürliche Struktur wie diese Borkenhaut, diese Rinde, eignet sich Bürsten einfach nahezu perfekt. Wo es beim Schichten, also beim normalen Aufmalen der Farben, oft so wirkt, als hätte man tatsächlich nur gemaltes Plastik vor sich, hat man hier nochmal so eine ganz eigene Struktur, die durch den Schritt des Bürstens entsteht. Und wenn ihr natürlich top seid im Wetblending und sowas und im Schichten, also im Layering, dann werdet ihr wahrscheinlich jetzt drüber lachen, dass ich das hier bürste. Aber diese Tutorials richten sich ja auch gerade für an einige User bzw. Zuschauer meiner Videos, die sich das auch gewünscht haben. Diese Dryaden wurden mir zum Beispiel zur Verfügung gestellt, dass ich da ein How-to-Paint mache. Und da war auch ganz klar der Fokus, ich möchte ein How-to-Paint haben, in dem ich ein schnelles, gutes Ergebnis bekomme in einem Tabletop-Standard, was auch problemlos mein junger Sohn nacharbeiten kann. Also da gibt es quasi eine Hobby-Kooperation zwischen Vater und Sohn, was ich ganz cool finde. Und da brauchen wir auch noch nicht so High-End-Sachen malen, da reicht es ganz einfach
aus der Hüfte raus etwas zu malen, wie ich es zum Beispiel auch jetzt machen würde. Bei Druiden ist mein Schritt für meine Winteredition. Oh, Mist. Da ist ein Stück abgeknickt, da muss ich gleich mal mit Kleberin. Meine Herangehensweise bei Druiden für diese Winteredition, die ich quasi male, ist auch der Ansatz, dass ich sehr viel bürste. So, das war schon das mit Mournfang Brown. Ihr könnt natürlich jetzt durch die Schritte, wie viel ihr bürstet und wie hoch ihr die Farbe zieht, auch beeinflussen, wie knallig dann das Endergebnis ist. So. Für meine Herangehensweise, für meine Verhältnisse oder meine Farbphilosophie, nennen wir es mal einfach so, reicht das jetzt schon. Denn der Grundton soll recht düster sein, trotz der Farbigkeit. Und dann auch Raum lassen für die Detailfarben, die dann gleich kommen, zu wirken. So, jetzt nehme ich mir das Crack Brown und bürste auch nochmal. Allerdings nicht ganz so viel. Das sind quasi jetzt meine Highlights am Modell. Die ich nach dem Shade nochmal minimal rausarbeite. Also kaum. So, hier kann man zum Beispiel auch diese Stelle hier unten unter dem Brustkorb kann man jetzt auch schon auslassen. Denn ein Highlight, richtig, hat was mit Licht zu tun und dementsprechend dann auch mit Schatten. So, hier hinten die Seite des Beins, Ellbogenknöchel, dann hier. Diese Verästelung, die sie alle am Rücken haben, einmal runter. Hier auch. Hier an dem Geklebten bin ich jetzt ganz vorsichtig. So, das war's schon. Und auch einmal hier oben über diese Dreadlock-ähnlichen Haargeäste auf dem Kopf. So, und jetzt könnt ihr euch entscheiden, reicht mir das so? Möchte ich das Ganze noch heller haben? Beziehungsweise in einen anderen Farbton reingehen, dann könnt ihr euch den natürlich auch noch raussuchen, wenn ihr über das Crack Brown noch etwas habt. Wenn ihr zum Beispiel hier in, weiß nicht, Ungor Flash gehen wollt mit dem Highlight, macht das ruhig. Da ist natürlich eure Kreativität die einzige Grenze. Ich werde jetzt hier nochmal zusätzlich ein bisschen Crack Brown nehmen. Und so diese markanten Stellen, wie zum Beispiel das Gesicht hier vorne, noch ein bisschen bürsten, ein Stück vom Brustkorb, die Klauen. Quasi so diese Stellen, wo auch der optische Fokus drauf liegt. Und dann, damit das Ganze wieder zusammenpasst, gehe ich hier hinten auch nochmal ein Stück rüber. Damit das nicht so viel am Platz aussieht. So, das ist im Prinzip die Rinde. Da machen wir gar nicht viel Bohai drum. Es geht ja darum, ein schickes Modell zu haben. Jetzt blocke ich die Farben aus. Wir haben einmal dieses Rotbraun und einmal etwas Gelbliches für das Modell. Als auch etwas Rötliches für die leuchtenden Effekte. Wir beginnen mit dem Gelbton. Der hinterher in ein blasses Gelb oder auch in ein Orangegelb sich wandelt wie Blätter im Herbst. Diesen Farbton nutze ich hier unten quasi in diesem. Ich nenne es jetzt einfach Lendenschurz. Der beginnt zum Beispiel hier oben. Ich merke gerade, ich bin ein bisschen zitterig. Es ist noch quasi vor dem zweiten Kaffee heute Morgen. Ich bitte das zu verzeihen. Aber ich gebe mir Mühe, dass das alles richtig klappt. So, dieser ganze Lendenschurz wird jetzt einmal gelb bemalt. Das ist dann auch eine ganz schöne Möglichkeit, Farben in einer Armee zu kombinieren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier dieses Gelb als Schmuckfarbe oder dieses Orange-Gelb, Herbst, Blatt, Gelb, wie auch immer, nutzt, um das hier als Schmuckfarbe zu wählen, könntet ihr das zum Beispiel, wenn ihr jetzt Waldelfen spielt, auch wunderbar nutzen als Schmuckfarbe für die normalen Elfen. Und bei den Sylvaneth ist es ja sowieso kein Problem, da die vom Design alle sehr
ähnlich sind, also alle sehr an diese Dryaden angelegt sind und auch ähnliche Elemente haben wie Rinde, die nach Kleidung aussieht oder sowas, die könnt ihr dann natürlich auch so farblich setzen. Das Dryaden-Tutorial begrenzt sich somit nicht nur tatsächlich auf die Dryade als solches, sondern auf alle Baumwesen. Und das nicht nur für Warhammer Fantasy oder Age of Sigmar, sondern halt auch alle möglichen anderen Fantasy-Spielsysteme. So, hier unten ist es bei den Dryaden, bei dem Modell gerade so, dass ihr euch so ein bisschen vorstellen müsst, wo sind die Übergänge hier von Wade zu diesem Lendenschurz. Ist es manchmal ein bisschen tricky, das Detail zu erkennen, wo dann da auch das Ende des Lendenschurzes ist und das, die Wade anfängt. Aber mit ein bisschen Übung und einem geschulten Auge könnt ihr das dann auch so einmalen, also die Farbe so einmalen, dass es passt. So, jetzt haben wir hier oben ein paar Blätter. Da werden einige gelb. Aha, einige ist ja aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blätter, wie ich hier gerade sehe. Das ist natürlich, je nachdem wie das Modell zusammengebaut ist, auch unterschiedlich. Dieses Blatt hier wird gelb. Und dieses Blatt dort wird gelb. So, zack. Dann nehme ich mir nach Avalon Sunset Rhinox Hide zur Hand. Das macht natürlich die Blätter da oben jetzt sehr dunkel. Setzt aber so eine rotbraune Basis, auf die ich gleich gut mit Doombull Brown aufbauen kann. So, und die anderen Blätter hier oben werden jetzt halt alle braun gemalt. Noch eins. Und hier an der Seite war doch auch noch eins, ne? Ja, da. Und das ist auch eins, was man ein bisschen von unten sieht. Zack. So. Das war der Schritt. Und damit ich das gleich nicht vergesse, setze ich mir schon mal ganz leicht Cornbread an die Augen und ans Maul des Wesens. Natürlich wird von dieser Farbe jetzt gleich der Shade sehr viel schlucken. Aber dann kann ich schon mal ungefähr gucken, wie es wirkt, bevor ich dann auch tatsächlich den Shade aufsetze. So, dann nicht zu vergessen, hier unten dieses magische Schnitzwerk wird natürlich auch noch mal so rot. Andere hat er nicht, andere Schnitzwerke, genau. Das ist quasi der Schritt, der erste, also das Base-Coating, nenne ich es auch immer gerne. Das Ausblocken der Farben, die ihr hinterher highlightet. Und als nächstes nehme ich mir noch zur Hand Agrax Earth Shade und Agrax Earth Shade Soft Tone. Ich beginne mit dem Soft Tone und male damit einmal die komplette Dryade an. Der hat zum Vorteil, dass er nicht ganz so krasse Schatten wirft, was auf natürlichen Strukturen ein Vorteil sein kann für den Paintjob. Und, was auch noch dazu kommt, was auf recht hellen Stellen eines Modells ganz gut kommt, dass da nicht so ein extrem starker Schatten ist. Beziehungsweise auch dieser Shade, die Grundfarbe, die ihr aufgemalt habt, nicht so sehr verfälscht wie der, sagen wir mal, reine Shade. So, wichtig hier beim Shaden ist, dass ihr darauf achtet, dass sich nicht irgendwo Farbpools bilden, also große Farbflecken, die ihr an der Stelle nicht gebrauchen könnt, die nur hässlich austrocknen. Also es sollte eigentlich eine gleichmäßige Schicht sein, die sich an Stellen, wo Schatten sich bilden könnten, so ein bisschen in die Vertiefung läuft, aber nicht zu dunkel wird. So, da seht ihr dann nämlich auch schon den wunderbaren Effekt der Citadel Shades.
Die legen sich ganz schön aufs Modell und zeigen hinterher, wo auf den gehighlighteten oder zu highlightenden Stellen Schatten eingearbeitet werden müssen. So, hinten dieses Geäst auf der Base. Oh. Wird denselben Ton bemalt. Da könnt ihr natürlich auch überlegen, ob ihr dann vielleicht da einen anderen Farbton nehmt oder generell, ob euch das gefällt für Herbst. Mir gefällt es für den Herbst eigentlich ganz gut, da ich hier eine feste Farbpalette habe. Es gibt natürlich auch Birken, Eschen, was auch immer, die ist, auch im Herbst existieren. Aber der Farbton der Rinde greift ja auch viel in die Atmosphäre ein. Deshalb habe ich mich auch hier für dieses Rotbraun entschieden. Und jetzt male ich eben noch die Base mit Agrax Earthshade an. Dann ist nämlich die Base quasi schon fertig. So, zack, tada. Das ist der aktuelle Stand. Das Modell ist G-Base-coated, wenn man so sagen möchte. Und auch der Shade ist aufgetragen. Jetzt werde ich die Dryade einmal komplett zum Trocknen wegstellen. Und wenn sie getrocknet ist, dann gehen wir an die Highlights und dann natürlich auch ans Finish. Und ich zeige euch das fertige Modell im Endeffekt. Der Shade ist nahezu in Gänze trocken und wir kümmern uns nun um die Highlights. Als allererstes wird natürlich die Borke noch ein wenig gehighlightet mit einem ganz leichten Drybrushing mit Scrub Brown. Auch hier steht euch natürlich frei, nach dem Scrub Brown noch eine weitere Farbe zu nutzen, um die Borke noch ein wenig spannender zu gestalten. Sagen wir mal so. Wie gesagt, es geht hier um einen sehr schnellen Tabletop-Standard, effektvollen Paintjob und nicht um Showcasing. Fürs Showcasing wähle ich später noch die Wintervariante. Da seht ihr dann, dass ich in unterschiedlichen Abstufungen noch die Borke bearbeite, um ein relativ smoothes Finish hinzubekommen. Auch das ist natürlich hier möglich. Ihr könnt zwischen Mornfang Brown, Scrub Brown noch einen Zwischenton mischen. Ihr könnt dann, wenn ihr nach Scrub Brown noch eine Farbe nutzt, da auch noch einen Zwischenton mischen. Aber so als Tabletop-Standard sollte das doch okay sein. Das war das mit Scrub Brown. Und jetzt kommen wir zu den Blättern. Ich beginne, da es weniger sind, mit den Blättern auf dem Rücken, den dunklen, also auf dem Kopf, so mit den dunklen Blättern. Ich nehme mir nochmal Rhinox Hide zur Hand und male diese Blätter noch einmal kurz nach. Eins, zwei, drei Blätter. Dann haben wir hier noch eins gehabt. Und hier auf der Seite noch dieses eine. Das bemale ich zum Beispiel von unten schon nicht mehr, weil das nicht unbedingt sein muss. Die Farben kommen zur Seite, die brauche ich nämlich für die Winteredition auch. Das ist so dann quasi dieses abgestorbene Chlorophyll-leere Blatt, das es ja im Herbst auch schon geben kann. So, jetzt habe ich mir Doombull Brown genommen und male das Blatt nach, versuche natürlich hier an manchen Stellen und in diesem Knick, in dieser Falte auf dem Blatt auch die Grundfarbe zu lassen. Jetzt habe ich hier oben noch ein Blatt entdeckt. Das kriegt auch mal eben ein bisschen Farbe ab. Ist ja nicht schlimm. So, dass ich dann auch quasi einen leichten Farbverlauf in jedem Blatt habe. So. Und dann muss ich hier nochmal dran. Ja. Also wie gesagt, ein ganz, ganz leichter Farbverlauf in jedem Blatt. Wenn ihr das nicht genau wisst,
Dann fragt mal Dr. Google Blätter Herbst. Da könnt ihr dann auch sehen, in welchen unterschiedlichsten Farben auch so Blätter aussehen können. Und da könnt ihr dann sogar auch gezielt gucken, wenn ihr die Borke, also die Rinde, einem entsprechenden Baumtypus anpasst, dass ihr sogar die Farbe der Blätter anpassen könntet. Die sehen dann ja auch teilweise anders aus. Vielleicht ist es auch ein dunkles Violett. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde einen Baum haben, der sonst Kirschblüten hat, diese sehr pinkischen, dann würde ich in ein dunkles Violett gehen. Oder eben andersrum, in ein blasses Violett. Aber hier haben wir einen Baum, der ganz normale grünliche Blätter hatte. Die dann in Gelb und Rot, rötlich-gelb, orange-gelb und allen Farben des braunen Spektrums absterben. Das ist ja tatsächlich so hübsch, das auch aussieht. Eigentlich sterben ja nur die Blätter ab. Jetzt nehme ich mir Gelb, aber dann Sunset, mit dem ich die diese gelben Stellen auch schon vorher bearbeitet habe. Ziehe hier die Farbe wieder ein bisschen rein. Habe bei dem Blatt ein bisschen geschlampt, wie man hier gerade sieht. Und dann muss ich hinterher noch mal ein bisschen mit dunkelbrauner Farbe und ein bisschen Shade ran, um das zu reparieren. So, dann den Lendenschurz. Hier achte ich beim Highlighten darauf, dass zwischen den einzelnen Segmenten der vom Shade vorgegebene Schattenverlauf aufgegriffen wird und ich in diese Vertiefung nicht unbedingt mehr reinmale. Und konzentriere mich auch ein bisschen hierbei. Verdammt, hier oben geht der eine Ast schon mal ab. Gut, ich bin es nicht gewöhnt in letzter Zeit, so feine Modelle zu malen. Space Marine Fahrzeuge sind einfach nicht klein und fitzelig. Gerade in Warhammer 30k, wo man nicht diese ganzen Details bei Purity Seals und kleine Bändchen und sonst was dran hat. Also hier ein bisschen drauf achten. Das ist ein sehr feines Modell, dass ihr nicht irgendwie Teile abbrecht. Gerade beim Bürsten könnt ihr dann ja auch mit Gefühl arbeiten. Ein bisschen vorsichtiger an die Materie rangehen. So. Das Ganze sieht noch ein bisschen scheckig aus, ist aber gar nicht schlimm in dem Fall, denn es soll ja Blätter im Herbst symbolisieren, die an sich ein bisschen Farbverlauf haben, deshalb darf das so sein. Von hinten nicht zu vergessen. Ich glaube, das waren alle Details. Ja. Noch einmal drüber. Das ein bisschen klarer zu definieren. So, nachdem ich jetzt Gelb hatte, nutze ich Bestigor Flash
um so eine Art Farbverlauf einzuarbeiten. Der von dem Gelb ein bisschen ins Orange geht. Hier zum Beispiel nach unten nutzen, also zum Ende dieser Stücke. Sehen. Wir gehen so ein bisschen von diesem Gelblichen weg und nach dem Bestigor Flash nutze ich noch einmal Ungor Flash, das ist dieser Farbton, der ist dann wieder ein bisschen heller und blasser. Kann man auch überlegen, ob man nach dem Gelb mit dem Ungor Flash arbeitet und dann erst mit dem Bestigor Flash und dann die Kanten vielleicht noch in Orange setzt unten, um ein bisschen den Verlauf anders hinzubekommen. Was wir, glaube ich, auch machen. Also ignoriert das, was ich gerade mit Bestigor Flash gemacht habe. Seht ihr, so ist das. Wenn ich auch in diesen How to Paints das erste Mal so ein Modell bemale und nur ein grobes Konzept im Kopf habe. Ich arbeite nochmal die Stellen, die ich gerade bemalt habe, mit dem Ungor Flash aus. Dass ich quasi von dem Gelbton über dieses blasse Hautfarbene gehe. Besser nutzen, um da nochmal ein Highlight zu erzeugen. Ja. Okay, also Avalon Sunset, dann Ungor Flash, jetzt Bestigor Flash. So ändern sich halt auch beim Malen manchmal die Schritte. Man ein Konzept hat und man denkt sich dann hinterher, nee, das wird dann doch nicht so, wie ich möchte. So, zum Ende hin werde ich jetzt nach dem Ungor Flash nochmal mit Bestigor Flash ein bisschen mehr rötlich. Was um Welten besser aussieht. So, und jetzt muss ich mal eben schauen, wird das zwar knalliger, passt aber auch ganz gut ins Thema. Jetzt nehme ich mir Fire Dragon Bright. Ziehe damit ganz vorsichtig mal hier unten in die Spitzen was rein.
Kann man theoretisch so machen. Wäre jetzt nicht mein favorites Farbschema. Aber wie gesagt, kann man so machen. Dieses Fire Dragon Bright setze ich hier oben auch nochmal ein. So. Und jetzt die Geheimwaffe, die ich gerade eben noch nicht genannt habe. Ich nutze nochmal Reikland Flash Shade. Eigentlich dachte ich, dass es anders aussieht, farblich die Blätter. Wie gesagt, mein Konzept gedanklich war anders. Dieses Reikland Flash Shade nutze ich jetzt, um das einmal aufzumalen. Und diesen gelblichen Blättern und Borkenstücken nochmal einen Touch in Richtung Rot-Rot-Braun zu geben. Also ihr seht, ich male es tatsächlich nur auf. Es soll nicht nochmal zusätzliche Schatten geben, sondern einfach nur den Farbton abändern. Hier hinten sieht man es vielleicht noch besser. Nicht mit den Blättern hier oben auch noch mal machen. Und hier neben das Blatt setze ich jetzt ein bisschen mehr Shade und schon ist dieser kleine Fehler, den ich übermalt habe, weg. So. Das war der Schritt. Fire Dragon Bright werde ich gleich noch mal als letztes Highlight nutzen, um die Kanten noch mal zu akzentuieren. Jetzt geht es an die roten Stellen des Modells, weil das Reikland Flash Shade ja noch trocknen muss. Ich habe jetzt gerade einen sehr nassen Pinsel, nehme da ein bisschen Farbe drauf, streiche ab. Mit diesem sehr nassen Pinsel gehe ich einmal hier so drüber. So, und dann nehme ich wieder ein bisschen Farbe davon weg. Male diese sehr, sehr verdünnte Farbe hier um dieses Symbol einmal auf. Das ist so ein bisschen wie ein Glanzeffekt, die Borke da drum rot wird. Danach mit dem ganz normal unverdünnten oder nahezu unverdünnter Farbe auf dem Pinsel in die Augen rein. Da male ich jetzt hier mit dem Rot zum Beispiel auch die ganze Augenhöhle aus. Dass es auch so ein bisschen so einen leuchtenden Effekt bekommt. Und auch aus dem Maul scheint die magische Energie heraus. So, und jetzt muss es zügig gehen. Jetzt nehme ich nämlich diese Farbe, male die hier ein bisschen in diese geschnitzte Struktur ein und ziehe einmal mit dem Finger hier drüber. Dadurch erreiche ich, dass die Farbe möglichst nur in dieser vertieften Stelle drin bleibt und ich das, was oben drüber ist, wegwische. Das muss jetzt noch nicht komplett decken und überall in diesen Vertiefungen drin sein, weil ich ja noch mit mehreren Farbschichten drüber gehe. So, nach dem Rot, Corn Red, kommt Mephiston Red dran. Mit dem Mephiston Red male ich jetzt wieder erst an den Augen. Und wie ihr seht, jetzt nur noch die Augen, nicht mehr die Augenhöhle drumherum. Oder nach Möglichkeit. Dann das Maul. Das wird nach innen heller, das heißt außen rumrum ist es noch ein bisschen dunkler. Und jetzt hier unten diese Nummer bei dieser Schnitzerei nochmal. Mal die Farbe ein bisschen auf, in die Stellen rein und wische dann einmal mit dem Finger rüber. So, und in Vertiefung bleibt halt ein bisschen was von diesem Rotton noch über.
Dasselbe kommt jetzt mit Wild Rider Red. Ups, das war die Kamera. Auch ein Rotton. Der Scheiße. Der fast eingetrocknet ist, sehe ich gerade. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Na, ein ganz bisschen kriege ich unten noch abgelöst. Mit dem Wild Rider Red, was ich dann mal nachkaufen muss. Sieht man hier auch wieder Punkte in die Augen. Einmal. Zweimal. Auch wieder hier in die Mitte des Mauls. Gehe einmal hier drüber. Wische mit dem Finger einmal. Zack. So. Natürlich lassen diese Schritte sich für dieses magische Leuchten mit allen möglichen Farbtönen auch übertragen. Wenn ihr jetzt sagt, nee, ich möchte lieber was Bläuliches, dann fangt ihr mit einem Dunkelblau an und arbeitet euch hoch, zum Beispiel über Cantor Blue, über Alitok Blue, dann Fenrisian Grey, Ulthuan Grey, bis nach Weiß, wenn ihr sogar wollt. Oder über diverse Grüntöne, geht alles. Dann nehme ich jetzt Troll Slayer Orange. Schöne, knallige Farbe. Punkte in die Augen. Einmal. Zweimal. Magisches Leuchten ins Maul. So. Muss noch ein bisschen nach oben gezogen werden. Ja. Genau. Und auf diese Rune und da seht ihr, da bleibt zum Beispiel, jetzt sieht man das richtig, diese knallige Farbe, die bleibt hier schön drin. Und das wiederhole ich noch einmal den Schritt. Weil dieser Farbton so einen schönen Kontrast erstellt. So, dann Fire Dragon Bright. Diesen Farbton nutze ich jetzt noch für ein allerletztes Highlight an den Augen und an den Runen und ziehe damit nochmal ganz leicht unten die Borg nach. So, Highlight. Highlight, das ein bisschen groß ist, also arbeite ich das entweder kleiner nach oder ziehe das auf der anderen Seite noch ein bisschen größer. Dann ins Maul. Dann hier auf die Seite. Tada! Und das ist dann quasi so das magische Leuchten, wie ich das male. Da wurde ich ja schon mal nachgefragt. Ist eine sehr einfache Technik und gibt dann auch einen guten Effekt. Ist natürlich nur da anzuwenden, wo ihr auch einfach so rüberwischen könnt mit dem Finger. So, und mit dem Fire Dragon Bright gehe ich nochmal unten hier an die Spitzen ran. Um die nochmal ein bisschen heller zu machen. So, dann bleibt mir eigentlich nur noch den Basrand braun zu malen mit Dryad Bark. Welch Ironie, dass ich mit genau dieser Farbe dann den Basrand male. Und danach noch das Modell mit statischem Gras und Taft zu bekleben, zu lackieren und dann nochmal mit Artcode auf die Stellen, wo es magisch leuchtet. Das heißt, einmal den Base-Rand. Wenn ihr eine Magnet-Base nutzt, solltet ihr die drunter kleben, bevor ihr den Base-Rand bemalt. Dann könnt ihr nämlich den Rand der Magnet-Base auch noch direkt bemalen. Das
lässt die so ein bisschen in der Base verschwinden. Optisch. Oh, diese Stelle da oben, ne? Da muss ich gleich nochmal ordentlich Kleber drüber kippen und trocknen lassen. So. Und wir wissen ja, auch wenn da Base draufsteht, auf der Farbe, trocknet die nicht unbedingt perfekt. Deshalb ziehe ich nochmal ein zweites Mal drüber. So, lass das natürlich trocknen. Dann werde ich jetzt gleich, nachdem ich, bevor ich lackiere, nochmal hier Army Painter Battlefield Highland Tufts 6mm. Das ist so mein bevorzugtes Grasbüschelding, egal ob Sommer, Winter, Herbst. Und ich werde hier von Gale Force 9 Hobby Round Arid Static Grass nutzen, um da unten noch so ein bisschen Grasstreu mit Leim drauf zu machen. Das mache ich aber auf Cam, da das alles noch gut antrocknen muss. Und dann zeige ich euch gleich noch das nahezu fertige Modell und trage den Glanzlack auf. Last but not least, nach Grasstreu, statischem Gras und einer Schicht Mattlack nehmen wir uns einmal an den Art Coat und malen noch Augen und Maul nach. Ich habe gerade nochmal das andere Modell, den Tester aus dem, sagen wir mal, Winterthema mir angeschaut und festgestellt, dass diese magische Schnitzerei in der Borke, dass ich das nicht mit Glanzlack gemalt habe. Deshalb mache ich das hier auch einfach nicht. Wenn ihr das wollt, macht das ruhig. Das gibt dem Ganzen nochmal so einen spezielleren Ton. Ich lasse das einfach und erkläre hiermit hochoffiziell, dass die Herbstversion der Silvermeth Waldelfen oder Wood Elves Dryaden fertig ist. Es ist ein sehr einfaches Farbschema, ein reduziertes Farbschema auf eine braune Borke, rotbraune Borke und gelblich-orangefarbene Akzente. Das könnte man natürlich auch noch auf die Spitze treiben, weil ich denke, für eine spielbare Armee für den Anfang reicht das vollkommen aus. Und so sieht das Modell jetzt aus. Ich hoffe, das wirkt auf der Kamera richtig. Zum Maltisch am Mittwoch. Ich muss mal ganz kurz nachschauen, welches das ist. Zum Maltisch am Mittwoch 175 gab es das, oder beziehungsweise gibt es das, ich muss jetzt doppelt reden, das wird ja auch nochmal ausgekoppelt, dieses Modell als Thumbnail und auch als Begleitfoto, da könnt ihr euch das vielleicht nochmal genauer angucken. Und ja, wenn ihr es nachmalen wollt, dann doch einfach in die Kommentare bei Facebook unter diesen Link und dann gucke ich mir das mal an, was ihr daraus so macht. So.